Meine Familie steht für mich an allererster Stelle. Für sie würde ich wirklich alles tun. Mitzuerleben, wie aus den eigenen Kindern starke und selbstbestimmte Erwachsene werden, macht mich zutiefst glücklich. Um gesund zu wachsen, sollten wir uns die Natur zum Vorbild nehmen. Wir sind Teil eines großen Ganzen. Deshalb sollten wir unbedingt Verantwortung übernehmen. Mir ist bewusst, dass ich nur als Vorbild Menschen inspirieren kann. Herzlichkeit, Humor und Leidenschaft. Das sind die Attribute, mit denen ich mich am ehesten beschreibe. Schneller Erfolg ist wie eine Fata Morgana. Als junger Mensch bin ich dieser Verlockung erlegen, bis ich festgestellt habe, dass Geld nur ein Vehikel zum wahren Erfolg sein kann. Mein größter Antrieb ist, mich weiterzuentwickeln, meine Vision und die meiner Familie zu verwirklichen und eine Gemeinschaft aufzubauen, die die alten Werte schätzt und leben will. Was wir heute dringend brauchen, sind verantwortliche Führungskräfte, die wahre Werte vermitteln und uns zeigen, wie wir uns ein selbstbestimmtes Leben aufbauen. Leader, die uns auf menschlicher Ebene zeigen, dass ein spirituelles Leben gepaart mit Anstand und Erfolg möglich ist. Ich habe Hayuna vor allem deshalb gegründet, um Menschen aufzuzeigen, dass es das größte Glück ist, eigene Potenziale zu entwickeln und damit anderen Menschen beizutragen. Und dass dann alle Beteiligten echte Gewinner sind. Ich habe in den letzten Jahrzehnten als Consultant und Coach großer Unternehmen so viel gelernt und kenne nun die verschiedenen Stellschrauben, um ein Unternehmen dauerhaft erfolgreich zu machen. Verdienst und Erfolg sind nur dann stabil, wenn man bereit ist, sich weiterzuentwickeln. Schnell kann jeder. Für dauerhaften und sicheren Erfolg ist Stabilität das A und O. Jeder sollte sich beruflich und privat fragen, ist es das, was ich wirklich wollte und immer noch will? Die meisten Menschen leben ein Leben, das eigentlich gar nicht ihres ist oder sie gar nicht so wollen. Herz und Hirn, Spaß und Verdienst, Familie und Karriere, das ist das Ziel. Unsere Decke soll der Boden für die nächste Generation werden.